beim Schulpraktikum Games lernt man eine Menge verschiedene Berufe im Gaming-Bereich kennen. Man lernt mit 15 anderen Leuten den Bereich Games kennen. Wir haben vielen Vorträgen über Jobs zugehört. Dort hört man nur nicht zu, da macht man auch praktische Dinge. Man lernt, wie eigentlich alles funktioniert hinter den Kulissen. Wie wichtig Kommunikation ist vor allem. Und man besucht verschiedene Betriebe. Drei Unternehmen und einmal die Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg, also die HAW. Ja, versucht da über Zeit ein besseres Verständnis aufzubauen. Man sieht halt, dass das eigentlich kompliziert ist, aber auch irgendwie halt machbar, schon machbar ist. Ich fand das sehr toll.